Jetzt sterbe ich bestimmt. Jetzt geht das Licht aus, jetzt sterbe ich. Jetzt muss ich Intro machen. Oh Leute, wir fangen jetzt hier, wir zocken mit Mom aus. Ich bin tot. Viel Spaß mit dem Video. Einfach predicted. Hey ja, BVB! Hey ja, BVB! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Smoky! Kuss, danke dir für deine 5 Gifted. Felix, danke dir auch für deine 4 Monate. Man. Kuss. Dicke Liebe, Smoky. Aus der Lost. Ach, was? Digga, er sieht aus. Er sieht aus wie Monte 2014. Guck die Brüste. Guck mal, wie ich die bewege. Hat er extra gemacht, ah. Ist das auch GTA? Seit wann gibt's so ein Modpack? Oh Gott. Oh Gott. Bei mir ist auch, also bei mir ist noch, Digga, Crowy, also wirklich, du bist so ein Digga. Crowy, ne? Der hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als verfickt nochmal, guckt euch mal sein Insta an, sein Insta, sag ich. Guck, wir gehen unter jedem Monster-Tweet ist mindestens ein Bild von Crowy bearbeitet. Er hat auch dieses Bild von mir bearbeitet, was ich in der Story hatte. Wo ist das? Ja, war klar. Guck mal hier. Hier, war klar. Heute, gerade eben erst getweetet, gegen 22.30 Uhr bis 21 Uhr bisschen Stream auf Easy. Das Bild, Digga. Oder hier, guck, wir gehen auf diesen Tweet hier. Save auch irgendein Bild. War klar, Digga. Hier. Oder jetzt will ich nicht weiter nach unten gehen, nicht, dass da irgendein Bild, dass da irgendwas komisches kommt. Es auf der Ende, ganz ehrlich, du hast kein Leben. Wallah, Bila, du hast kein Leben, Digga. But first, let me take a selfie. Ich schwöre, die hat alle R bearbeitet, ne? Jawohl, das ist mein Account, Chat. Das ist mein Account. Oh, so ein Fein. Oh, ich hab auch Bock auf Fortnite irgendwie. Das war nicht mein Mate. Was? Sniper auf 160, Sniper auf 160. Und keine Proceeds. Was will ich essen? Burger King. Gibt's hier einen. Hol ich was? Gibt's einen. Hier gibt's einen. Burger King. Jetzt neu. Zu deinem Knossi Barbecue Menü. Die originale Knossi. Jetzt bei Burger King. Burger King. Mach dein King. Digga, aber findet ihr Burger King ist wirklich besser als Burger King? Als McDonald's? Digga, viele, die ja sagen, ne? Warum sind so viele Macs ausgelutscht? Ah, das kann auch, ja, das ist auch true. Eine Sache muss ich sagen, diese veganen oder diese Veggie-Burger bei Burger King sind echt krass. Ja. Amorant verdient damit Millionen. Real Talk. Die machen einfach Familien-Food-ASMR. Liebes Burger King-Team, so könnte ihre Werbung aussehen, wenn es ein Placement gibt, auf das alle schon seit Jahren warten. Nämlich der König des Internets als Burger King. Wie alt? Digga, das wird for real so gut passen. Bin ich? Keine Ahnung. 35? Okay. 35! Richtig! Krass, woher wusstest du das? If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Oh. Ich hab mich voll mit Schoko bekleckert. Ich hab gerade den Stream gestartet. Ich bin komplett voller Schoko. Ich hab den an die Kante vom... Ah! Ich bin
vorne Schoki. Wenn Tanzverbot nach langem mal wieder das Haus verlässt. Oh, ich muss hier durch. Mann, ich bin viel zu dick. Ich hoffe, ich passe da durch. Oh, ich hab's. Okay, alles klar. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Ich wünsche einen schönen Abend. Tja, was ist mit ihm? Oh, oh. Okay, ich bin ein netter Mensch. Ich mach Platz. Hat sie mich gerade 2,5 Sekunden angeguckt? Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Die Menschen können sich auch in echt miteinander unterhalten. Die sind gar nicht auf Discord. I don't understand. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Ja, einfach in der Realität angekommen. Bist du bereit? Das kenne ich, das Ding. Vom Titanic. Ich bin Leonardo DiCaprio. I'm under the water. Verdammte Kacke mit deinem Romantik-Scheiß. Auch so sein Grand AP. Ey, haben wir da nicht sogar zusammengezockt? Stimmt. Everybody knows that I'm breaking down. Sascha. Oh, Junge, was hat der bitte gemacht? 3%, bitte bring mich hoch! Bring mich hoch! Lass mich fliegen! Wenn ich gewinne. Langsam ins Eng! Okay, Jungs, das ist meine letzte Runde gewesen. Pass auf, Juan, du hast Glückwunsch. Ja! Ja! Wieder 3 Runden weg, ne? Ohne! Direkt kaputt, Mann! Ey, nee, Mann! Also, Chat, nochmal, ja? Ohne Sinn! T, großes S. Real Talk, ich bin kein schlechter Formel-1-Fahrer. Große 5? Große 5, gibt's doch gar nicht. Glaubst du, wir packen? Sentenzer, super. Hab ich mal angefinished? Angefinished? Ja, also. Angefinished. Komischer Begriff. Ja, stimmt. Glaube ich auch nicht der offizielle. Oh, der riecht so schön neu. Oh. Gefällt euch das? Ich glaube, das ist einfach nur, weißt du, verarsche, glaube ich. Die legen doch keine Handynummer bei. Falls ihr mir Pakete schicken wollt, Chat. Wartet. Unter meinem Stream gibt es einen. Hier, genau hier. Hier habe ich ein Postfach, hier könnt ihr Pakete hinschicken. Und ihr könnt mir gerne alles schicken, außer natürlich irgendwelche. Sleeper, man. Vielen Dank für den 7, außer natürlich irgendwie irgendwas Illegales oder Scheiße oder sowas. Also schon was Normales schicken, was ihr mir gerne schicken wollt. Gerne an diese Adresse hier. Hier. Fucking Sleeper, man. Sehr gefährlich. Riecht nichts. Hat er nochmal Scheiße geschickt bekommen? Der billige Tafelessig, den liebe ich. Nein, du trinkst jetzt. Tornado machen jetzt. Nein. Komm. Geh weg. Nein, das trinkst jetzt nicht. Der kotzt doch nachher. Entzündet die Tornado. Ih, Digga. Die Tornado. Ja, du bist nicht ganz sauber. Oh, das klingt. Es ist Deo, Scheiße. Ach, wenn ich dich meine Oma sehe. Ach, wenn ich dich meine Oma sehe. Bruder. Ach, wenn ich dich meine Oma sehe. What is that? You drive fast? Oh my god. Yeah. Hmm. Where are you from? I'm from Germany, bro. Ey, Junge! Nice! Soll man das nicht raushört, Digga? Schieß nicht auf mein Pferd.
Ich weiß auch nicht, wieso ich hab jetzt mal geschrieben, Mann. Das ist doch Scheiße von dir. Ey, ach, ich hab doch übel geschrieben. Hör doch auf, den Pferd zu erschießen. So, ab hier geht's zu Fuß weiter. Hat eh keine Ausdauer mehr. What if you had it all? Lapis Lazuli. Lapis Lazuli. Wie soll man das denn auch aussprechen, Digga? Was ist denn das für eine Scheiße? Lapis Lazuli. Das ist ja nur ein Zungensprecher. Verbrecher. Lapis Lazuli. Er folgt meinem Kanal seit dem 5.3.2000. Damn, boy! Was ist noch meine Leiche da? Seht ihr das? Ja. Bewegt sich meine Leiche bei euch? Ich hab noch deinen ganzen Loot. Ich könnte schwören, meine Leiche f*** den Boden. Du singst auf P4, aber noch auf Soft. Hä? Wie schiebt's denn bei Harmony bitte? Hä? Chat, was war das? Der Typ hat auch einen Disconnect, oder? Wir haben eine Zeitstrafe erhalten. Was? Ey, mal ein Monat nicht mehr Formel 1, Dicker! Was macht der auch? Skorpion, Prostitution, Würmaus Nase. Digga, das ist immer noch sein Outro, ne? Ey, Digga, ich schwöre es euch, ich hab's letztens erst wieder gesehen, ne? Tanzverbot. Song. Freestyle Reaction, Digga. Das war irgend so ein Ami, der dachte, der redet da Deutsch und der so richtig durchgedreht ist dabei, ne? Ich bin gestorben. So ein Classic Video. Hey! God damn! Digga, ich schwöre, so ein Kick, ne? This man is dope, bro. This man is... He's dope. In fact, I want you guys, if you have any songs from him... Er ist sein größter Fan auf einmal. Put them in the description, like, now. Because I need to hear his music. This is my first time ever reacting to Tanzverbot. Tanzverbot. If I'm pronouncing that right. Tanzverbot. Ey, das ist so krass, wie er denkt, dass er einfach der Dopeste der Welt ist mit diesem Flow. Have no idea. Tanzverbot. Is V pronounced F? So it's probably like Tanzverbot. So I have no idea, bro. I've never in my life checked him out before until now. Tid rapper, bro. Hey. Hey. Digga, dieser Fact, allein, dass er nicht weiß, dass es einfach komplett keine Sprache ist, aber er komplett darauf abgeht. Bro, his style, his cadence is insane. His cadence is insane. Say I'm lying. The bro's cadence is insane, bro. I fuck with it heavy. So gut, Junge. Wie er durchdreht. So, okay. Inscope Lifestyle oder Inscope? Lass Inscope normal erstmal gucken. Und das Sendung. Digga. Ach, Digga, das hat er eingefügt. Ist der dumm. Ich dachte schon, was spackt hier rum? Die nachfolgende Sendung. Servus. Santa Maria Ranger, Hasi, Hasi, Santa Maria Ranger, Ranger, Hasi, Santa Maria. Guten Morgen, guten Mittag, oder auch. Es muss so ein unglaublich belastendes Gefühl bei euch sein, dass ich zurück bin. Ah, the rogue Xe. Ich muss jetzt echt erstmal gucken, dass ich mir einen kleinen Urlaub von der Dienstreise nehme. In der Zeit, wo ich jetzt hier nicht auf YouTube unterwegs war, habe ich sicherlich einiges verpasst. Ich bin sehr, sehr gespannt. 19, 18, 18. Ja. Absoluter Quatsch, ich sag euch mal. Eine gute 16 und rechts haben wir 17. Wie alt seid ihr? 16, 16, 17. Alle? 15. Alle 5, dann müssen wir nochmal Alter raten machen jetzt. Jetzt seid ihr? 16, 16, 17. Alle? 15. Die sind alle 5, dann müssen wir nochmal Alter raten machen jetzt. Ist 12 und die rechte ist 13. 13, 13. Ich bin 14. 14 hab ich auch, oder? Und links? 13. BAM! They see me rolling, they hating.
Das hab ich und Batzi auch gemacht, aber mit Wetten. Gemeinsam mit Tom Sperm auf der Suche nach der jüngsten Dame auf Ome TV. Ich wusste, ich hab so viel schon wieder verpasst, liebe Leute. Ey, das ist Monte! Monte! Piss dich, Junge! Piss dich, Junge! Meanwhile, somewhere. Hier um die Ecke kommt. Piss dich, Junge! Piss dich, Junge! Meanwhile, somewhere in Germany. Hi, mein Name ist Johann. Ich wette, dass ich mit diesem Fußball 200 Mal jonglieren kann und im gleichen Tag dazu 200 Nachkommen stellen. Ich schwöre, ich kenne dieses Video. Die ansagen kann. 1415926535897932323. Liebe Leute und... Digga, ich frag mich. Allein, dass ich das kenne, ist schon so dumm. Wirklich so dumm. Aber... Wo nimmt sich Nico diese Videos immer so raus? Wirklich, der kommt immer auf solche Videos, das ist wirklich krass. Wir widmen uns direkt dem nächsten Kapitel. Informiere dich genau über deine Feinde, aber noch viel genauer über deine Freunde. Bevor wir in das Kapitel einsteigen, hier ein wenig Entspannungsmusik für zwischendurch. It's been a long time. It's been a long day without you. 8462643 von Bilecki. Doch auch wenn er seit einiger Zeit immer öfter in Interviews, Meme-Compilations und den Vlogs der bekanntesten deutschen YouTuber auftaucht, der bekanntesten deutschen YouTuber, Bild von mir, Fehlanzeige, muss man erst einmal einen Blick in seine wie Ron früher aussah. Vergangenheit werfen. So hat Ron es denn früher ausgesehen. Hatte er immer wieder mit leichtem Übergewicht zu kämpfen. Oder es ist einfach Jake Harper, ich komme nicht drauf klar. 1:1. Das ist es. Es gefiel ihm so gut, dass er immer öfter Partys feierte, immer mehr Frauen traf und auch sein Alkoholkonsum begann stark zu steigen. Statt ein paar Mal im Monat feierte er teilweise mehrmals die Woche und blieb nicht selten auch mehrere Tage in Folge nicht nüchtern. Das stimmt nicht. Jeder, der die Mykonos-Vlogs mitverfolgt hat, hat gesehen, Ron ist regelmäßig dort ins Gym gegangen. Ron hat dort vielleicht einmal was getrunken. Real Talk, Ron hat da vielleicht einmal was getrunken. Crowy, danke für deinen Sub an Bilal. Aber ich habe hier ein kleines Video zu zeigen. Und zwar waren wir im Club und ich habe erzählt, dass mein Kollege Marcel, durch ihn bin ich auf Ron gestoßen. Und ich habe ihm gesagt, dass ein Kollege von mir ihn sehr feiert. Dann waren wir im Club. Einfach so random waren wir im Club und... Ja, wie soll ich sagen? Als wir im Club waren... Hat mich Ron gefragt, wo ist eigentlich Marcel? Und ich so, soll ich mal ein Video machen und an ihn schicken? Das war dann das... Und das war das Video. Ey Marcel, du Einheitsräuber! Wo bleibst du? Wir vermissen den! Vater Nahrungs! So hängen geblieben, weißt du. So geistkrank hängen geblieben. Der hat wirklich immer mit einer Wodkaflasche 3 Liter Tornados entzündet, wirklich ist, wie der nicht abgekackt ist, check ich nicht. Unter anderem hat Ron auf Mykonos aufgehört zu rauchen. 8327950. Auch wenn so ein Lifestyle für Jugendliche natürlich nicht ungewöhnlich ist. Und in dem Moment denkt sich Mark Eggers, warum werde ich hier mit reingezogen? Laut eigener Aussage ist also nichts, was in seinen Videos zu sehen ist, fake. Jetzt werde ich auch noch mit ins Boot gezogen. Den er seinen Lifestyle... Digga! ...Style voller williger Frauen, Partys und Alkohol besiegt. Liebe Leute! Meiner Meinung nach ist hier überhaupt nichts bedenklich. Spaß beiseite. Ron, wenn du das siehst, ich kann dir helfen. Mein Name ist Daniel Obermann. Ich bin auf dem heutigen Flug ihrer, ich hätte fast gesagt, Begleitung. Daniel, warte mal bitte kurz einen Moment. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Flug EW15 hier nach Hamburg. Aktuell beschreiten uns diverse Turbulenzen und wir befinden uns im aktiven Sturzflug. Machen Sie sich bitte gar keinen Stress. Währenddessen läuft unser Bordbistro nochmal mit verschiedenen Angeboten bei Ihnen in den Sitzreihen vorbei. Und mein lieber Flugbegleiter Daniel wird Sie jetzt weiter mit Scheiße vollmüllen. Ja, wenn Sie möchten. Schatz? Ja? Im neuen Jahr möchte ich endlich Sport machen. Ja, das wird dir bestimmt ganz gut tun. Willst du damit sagen, dass ich es nötig habe?
Schatz? Ja! Das waren immer damals die besten Videos, als sie dann diese Nachdings gemacht haben und es einfach so heftig verarscht haben. Würde ganz gerne wieder etwas mehr Sport machen. Wirklich? Wow, das ist ja mega! Du kleiner Nuttensohn, was bist du so glücklich? Ja, geh mal zurück an deine Arbeit. Liebe Leute, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschuh durch. Und falls ihr den Channel nicht abonniert habt, dann macht ihr alles richtig. Mann, ich hab's wirklich vermisst, hier zu sitzen und euch mit Scheiße vollzumelden. In diesem Sinne, verpiss du! 6406286. Beste Leben, Bruder! Ey, Digga, warte, bevor wir das Video gucken, ich schwöre, so eine underrated Story von Monte damals, wirklich. Das muss ich euch kurz zeigen. Wie hängen geblieben dieser Mann ist, wirklich. Guck mal. Warte. Hier. Wenn das voll ist, tropft es langsam, langsam hier rein. Sagt ehrlich, wäre ich kein YouTuber, wäre ich professioneller Handwerker im Scheiße machen. So, die Stunde der Wahrheit. Oh, guckt euch das an. Ich bin einfach ein technisches Genie, Digga. Oh, guck mal. Ey, na ja, moin. Alles nass, Digga. Wahrscheinlich technisches Genie. Oh, was ist denn hier verkehrt gelaufen? Oh nein. Er checkt nicht, dass Physik, dass es hier so runtertropft. Oh, ey. Das ist so dumm. Das Volle ist, tropft es. Digga. Und er feiert sich vorher so richtig ab und denkt sich, ey, das ist das Konstrukt des... Konstrukt überhaupt, wirklich. Langsam, langsam hier rein. Digga, so lost. Technisches Genie. Oh, was ist denn hier verkehrt gelaufen? Oh nein. Oh, ey. Digga, so lost. Beste Leben. Ah! Hallo? Ey, Digga, der echte Monte. Oh mein Gott. Moin. Wollen wir auch gleich? Ich hab schon wieder Alzheimer, braucht ein bisschen, um irgendwas zu sagen. Ey, warte mal. Ey, was ich sagen wollte ist, wollen wir gleich random Duos reingehen? Digga, geil. Boah, ja. Da sind wir auf Autobahn gefahren. Komm, scheiß drauf, ich fahr nicht mehr auf die Autobahn. Huch. Yo, yo, warte. Yo, ich bin Olaf G. Doch ein Pfandflaschensammler war ich nie. Yeah. Ja, Mann, ja, Mann! Mir ist das immer voll unangenehm, Digga, Mann. Ey, ich will sowas auch haben, Digga. Aber ich bin zu faul, ich will auch so Autotune hier so drauf haben. Du. Wie poetisch das klingt. Weil ich werde mir sowieso nichts mehr kaufen in dem Spiel, Digga. Deswegen machen wir erstmal Münzpacks. Komm, yay. Oh, Bruder! Oh! 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 Ja! 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 Die Münzpacks sind es! Die Münzpacks sind es! Woo! Ja! Big Mac, du hättest mir das niemals zeigen können, Mann. So eine Scheiße. Wenn meine Musik sich so anhören würde, Bruder, dann fange ich auch an mit Musik, Kappi. Ich ärgere ihn jetzt ein bisschen natürlich mit Absicht, ne? Komm her. Digga, der Arme. Na komm her. Was ange... Oh, nee, Digga, der war aber harmlos. Livestreams on Twitch? Ja. Yeah. Würdest du sagen auch, dass du einen kleinen Penis hast? Ja? Yeah? Ja. Yeah. Digga, Junge. Jo, Leute. Ich hab alles verspielt, bitte spenden.
Digga, wie kann man da so viel Spaß dran haben? Ey, Fake Monte, sag mal deine Mutter. Ich mach Liebe mit deiner Mutter. Ey, Fake Monte, sag mal Schlussstein, Schwanz. Yo, Mann, sowas kann ich nicht sagen, Mann. This sauce contains ingredients 900 times hotter than a jalapeno chili. Soll ich den Vorreiter erstmal haben? Ja, mach mal. Boah, es war so gut einmal, als Marc Gebauer bei ihnen war und die so ein Schärfeessen gemacht haben und Monte so abgekackt ist. Ich schwöre, ich war mit Medi im Discord und wir haben uns totgelacht. Das ist dieser Moment, wo du merkst, okay, jetzt bist du gefickt. Ich war ja in Harlem in diesem senegalesischen Laden, sagt man das so? Bruder, ich habe diese Chilischote gegessen. Nicht mal Sydney hat sich getraut, die zu essen. Oh. Oh. Kone mal hier scharf. Agatha, komm mal her bitte, Agatha. Komm mal geschwind hier rüber. Lass das Auto mal in Ruhe. Komm mal her jetzt. Herr Schorf, die Dame stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Machen Sie was für richtig auf mit der Dame? Von mir aus lassen Sie einkaufen gehen, putzen, essen machen. Ist mir alles recht. Ich nur putzen? Ja, der guckt sich das mal an. Oh, Bruder, da krieg ich direkt Analhusten. Ach komm, Digga, ich muss noch Level aufsteigen. Warte, ganz kurz, ich will noch eine Sache. Ja. Na, sag schnell. Jo, ich bin der echte Monte, du Dulli, Mann. Viel Spaß. Okay. So ein Dulli, Digga. Huch. Ja, genau, richtig. Ja, geil, Mann. Geil, da sehe ich mich drin in Random Duos, Mann. Der 12-Jährige, der meine Mutter will. Monte. Digga, du siehst doch, dass ich gerade am Fighten bin. Halt mal die Backen jetzt, Mann. Das ist echt der Monte, Digga. Das ist Monte niemals. Das ist Clownbot. Ey, Malte. Digga, warum finden es Menschen denn cool, mit so einem Monte zu spielen und sagen dann, oh mein Gott, der echte Monte. Ich werde das niemals verstehen. Wirklich niemals. Ja, kann man so nervig sein, Mann. Das ist nicht Monte. Das ist nicht. Das ist er nicht. Mann, wie kann man nicht mal das Maul halten, wenn man hier am Zocken ist? Ey, Monte, Mann, hau rein, Digga. Monte, schick mir mal bitte eine Anfrage. Piss dich, schick deiner Mutter eine Anfrage. Leg auf. Er beleidigt einfach irgendwelche 14-Jährigen. Digga, verfickt. Leg auf die Scheiße, Mann! Leg du auf! Ja. Digga, das ist das, was Big Mac mir empfohlen hat. Hallo, ich bin die Marcella. Digga, Hilfe. Ihr kommt alle in die Hölle. Bruder, wie düster klingt das? Simon mit dem Vierer Monte sagt man, gute Darstellerin, aka Lady Boy für 5 gegen Willi. So was schaue ich nicht, Digga. Da bist du an der falschen Adresse. Daisy Taylor. Daisy Taylor. Daisy Taylor.
weiß ich nicht. Wenn. Hallo? Ich bin's. Das. Ihr Anso. Hör ich mich wirklich an wie eine Frau? Ja? Ich glaube, ich habe gesagt, da mit vorne zocken wäre ein bisschen schwierig. Ja. Ich habe leider noch gar nichts. Ich würde dir gerne helfen. Bruder, ja, ey, was machst du denn da, Bruder? Wo läufst du denn ich hin? Ich hab noch. Wo läufst du denn hin? Ich hab Arschritz hab ich. Digga, Alter. Wo der Junge hinläuft, ey, jetzt Nirvana, Mann. Mann. Bruder, du hast nichts in deinem Inventar, willst du verarschen? Das hab ich die ganze Zeit gesammelt, beruhig dich! Okay, Jungs, bitte, Digga. So, los, Simon. Bruder, läufst eine halbe Stunde durchs Spiel und hast halt... Ja, dann schreib Epic Games, lass dir den Kontakt durchspielen, sag dir, ich soll mir schnell goldene Pump geben, dann ist alles gut. Leider erhalten wir heute mehr Anrufe als sonst. Die Wartezeit beträgt ungefähr 10 Minuten. Ein Mitarbeiter wird sich in Kürze um ihren Anruf kümmern. So ein Hassgefühl. So, ich habe mir noch mal ein Video rausgeschaut. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. In dem Sinne sage ich wieder schauen und reingehauen. Bleibt gesund. Kuss, Bieler, du. wichtiger Stream-Abschied. Tia, danke für dein Prime. Okay, so, das müssen wir jetzt auch gucken. Oh Mann! Ach komm, das schauen wir auch noch. Komm, das schauen wir noch. Ach. Vor 8 Minuten. Ich hab eine Portion bekommen, sehr alt, Mann. Aber körpertechnisch passt, oder? 1:1 gehalten. Warte, ich hab nichts mitbekommen. So. Ich hab eine Kinderportion bestellt, ich hab eine Portion bekommen, sehr alt, Mann. Aber körpertechnisch passt, oder? 1:1 gehalten. Tot! Digga! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Und ihr drei seid, Dein Vater. Ihr seid Mates alles zusammen, oder was? Dein Vater. Es ist voll peinlich für euch selber, Mates, dass ihr so Assis seid. Ist das nicht auch für eure Eltern peinlich, wenn ihr einfach so asozial im Allchat seid? Ich bin feiern, Digga. Ich bin wunderschön. Aber deine Mann findet mich geil, Digga. Das Ding ist, die finden sich auch noch so cool, ne? Ist wirklich so traurig. Sag den anderen beiden, falls sie dich noch hören, meine Mates. Dann sag den beiden mal, dass das Hurensöhne sind. Ich freue mich so gut. Dann gehen wir mal rein, Digga, in die Entbannungsanträge, Digga. Ah! Er Digga. Schreibt. Entschuldigung, Mods, wenn meine Nachrichten, unangebracht waren, ich werde mich diesbezüglich bessern und auf meine Schreibweise achten. Digga. Bruder. Ja, aber ich find's unangenehm. Weiß ich nicht. Er weiß nicht mal, warum er gebannt worden ist, Digga. Das ist Eigenwerbung, Bruder. So. Eigenwerbung. Stink. Ja. Bruder. Ablehnen. So ein Ding ist das. Ich finde, so Monte verarschen-mäßig nachmachen, so auf lustiger Basis, aber so auf richtig ernst. Keine Ahnung. Hier ist meine nagelneue Grafikkarte. Hey, was ist das für eine? So, schauen wir mal, was oben drauf steht. Digga, ich dachte, er ist im Gefängnis. Ich sehe immer Clips von denen. Was macht er denn? Hä? Oder sind das alte Clips? Ist er nicht im Knast? Das sind alte Clips. Dauert noch. Ah, okay. Zuerst mal steht links oben Republik of Germans. Auf Germans. Einfach, das sind Gamers. Also, dass es aus deutschem Markt anscheinend ist. Ich finde es lustig, dass es irgendwie eigentlich aus Deutschland kommt, aber auf Englisch draufsteht. In Deutschland
läuft es auch so. Jeder Mensch hat das Wahlrecht. Ne? Wir haben eine Demokratie. Wow. Da könnt ihr mich korrigieren, weil ich komme immer durcheinander mit Demokratie und Anarchie. Wobei ich glaube, Anarchie ist richtig. Digga, einfach ein Loch hier. Herbstliche Atmosphäre im Klingelständer. Mit Chlor. Klöe? Klü? Klöten. Und von diesem Spezialisten direkt weiter zum nächsten. Lapi zu Lapi. Hey, war das nicht schon beim Satterhugo-Video? Lapis Lazuli. Nope. Ah nee, das war beim Best of. Lapis Lazuli. Nope. Lapis Lazuli. Nope. Lepis. Nope. Wie soll man das denn auch aussprechen? Was ist das für eine Scheiße? Das ist ja nur ein Zungensprecher, Brecher, Verbrecher. Die haben einfach alle kein Minecraft gespielt. Lapis Lazuli. Ja, das ist toll, also. Was ist denn bei ihm kaputt, Digga? Das ist Dado. Digga, macht er das immer noch, seine Talkshows da? Hier seine Karaoke-Shows? Bodenlos. Weil ich den Führerschein gemacht habe. Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da steht nämlich der 2.6.2008. So, also ich habe schon viel in meinem Leben gesehen, aber das Ding, moin, das ist der coolste. Ja, scheiße, ne. Wirklich, du wirst auch nie mehr zerstehen. Alle coolen, wirklich, Minecraft damals war ein cooles Spiel. Jeder hat mit Minecraft, jeder 12-Jährige hat angefangen Minecraft zu spielen damals. Und auf Gamma HD sein Leben geschwitzt. Aha. Aha, wo wir schon beim Thema Sydney sind, ne? Ich gehe auf Twitter und das ist das Erste, was ich sehe. Mhm. Stark. Warum hast du ihn damals so groß gemacht, Opa? Damit ich das auch sehen kann, die Pfeile. Sonst bist hier in der Tuning-Szene aber auch schon bekannt. Ja. Schatz, zieh dich ein, bevor ich gehe. Das habe ich nicht auf TikTok gesehen. Experiment. Ja. Ich bin jetzt nicht deine Freundin, okay? Ich bin jetzt eine Fremde, die du attraktiv findest, okay? Oh, ja. Let's go! Ich sag hi. Hi. Hi, na, wie geht's? So, warum redest du mal mit mir? Ich bin doch eine Fremde. Direkt schon verkackt. Was ist denn daran jetzt schlimm? Und ich touch dich noch an. Nochmal. Meine Güte. Hi. Hi. Ich hab doch noch gar nicht, ich sag doch hi, bevor ich sehe, da will mich jemand ansprechen, ich sag hi. Geht's dir? Gut. Hast du eine Freundin? Ja. Und bist du glücklich? Natürlich. Okay. Mach einen Abflug. Ich hoffe, du hast ihre Mutter vorher abgecheckt. Sie wird genauso. Ich guck mal kurz was. Oh. Ja, ganz normal. Ihr müsst euch überlegen, er will es einfach am Just Chatting machen, chillt da auf seinem scheiß fetten Stuhl und spinnt nebenbei einfach die ganze Zeit. Währenddessen er am Stream ist, wirklich, der Mann ist so unfassbar süchtig, das ist krass. Hat niemand gesehen, Digga. Ich muss mich einfach immer noch erinnern, als wir letztens im Twitter-Space waren und da eine Zuschauerin erzählt hat, dass Tanzverbot sie nach Nudes gefragt hat, sie gesagt hat, gibt's nicht und er sie blockiert hat, Digga. Stimmt. Schon den Schmerz gefühlt, Digga. Was hat denn Mannomann geschrieben? Oh, er ist 2019 gebannt worden. Okay, jetzt gucken wir mal jemanden, der schon seit 3 Jahren gebannt ist. Nein, nicht zu YouTube. Nein, nein, nicht zu YouTube. Nein, RIP. So ein Kack, ey, Mann. Nein, nein. Das ist genau... Das ist damals, vor 3 Jahren, als ich von Twitch zu YouTube gewechselt bin. Und jetzt bin ich wieder zurückgewechselt zu Twitch. Und jetzt will er wieder im Chat dabei sein. Ehrenmann. Ist auch 10-mal besser. Boah, gar keine Diskussion.
lösche deinen Kanal, Ripgate, geile vegane Sau. Hi, das habe ich echt nicht geschrieben, sondern irgendwer anderes, der meinen Account war. Ja, wahrscheinlich. Hallo Unge, lasst euch nicht impfen, die Impfung ist tödlich. Eigene Meinung. Hat er recht. Ist es deine eigene Meinung? Kennt ihr Marc aus der 10. Klasse? Was? Aus der 10. Klasse. Hallo. Okay, du Opa. Ich bin 25. Opa, wie heißt du eigentlich? Opa. Du hast Spaß. Nee. Hallo, Opa. Was denn? Antonio. Bin ich Antonio? Du bist Antonio. Na? Komm her, Antonio. Komm her. Ah? Ey, wie süß. Komm her. Freut. Komm her, Opa. Komm her, Opa Brixi. Wow. Guckst du YouTube? Nein, ich spiele auf einer Xbox. Ja, ja, okay. Oh, ach so, ja. Ach so, ja. Bist du auch dick, ne, wie ich? Bisschen dünner vielleicht als du jetzt. Geh in dein Schlafzimmer, nein, zieh dir ein weißes Shirt an. Aber Bruder, Chat ist doch bei ihm deutlich mehr. Okay. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Jens, ich rate dir, den Boxkampf gegen Revi doch noch anzunehmen, du wirst ihn zerstören. Wühlmaus, Knopfaugen, lange Nase. Cooles T-Shirt. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage, es ist... Masse, Skorpion, Prostitution, bist du Pinocchio doch oft... Autofahren mit Tanzi. Ihr seid daneben gefahren, hier bin ich! Mein System hat gerade einfach gebremst! Mein Auto hat gerade selbstständig gebremst, ich hab nichts gemacht! Ich hab immer Tücher im Auto, man weiß ja nie, wann man mal fickt. Der will mich komplett ficken. Wir können aufnehmen. Ich piss auf das Mic und die gutes Video, da ist hungriger Hugo, ist eigentlich scheiße. Stabil. So, jetzt habe ich aber auch Bock auf Random Duos. Keiner ist da? Hola, sos amigo. Tasty, wie geht's dir? Wo bist du? So in Diapolis. Ja, yeah, ich bin noch am Flughafen. Ich bin gerade erst zurückgekommen. Ja, yeah, komm dahin. Russland. Adios. Yeah, komm her. Hey, ist auf Fortnite immer noch eingestellt? Ah ne, ist doch GTA. Was redet ihr, Chat? Marius, danke dir für deinen Subgift. Kuss, Zippel, danke dir für deine 4 Monate und Mille, danke dir auch für deine 3. Hola, amigo. Hola, was geht, Alter? Wie lange bist du schon wach? Och, es ist 5 Minuten, 10 Minuten so. Gerade aufgestanden, oder was? Ja, genau. Du auch. Ja, ich bin auch gerade aufgewacht, Mann. Was geht, was gibt's Neues, amigo? Nichts Neues, Mann. Warte kurz. No, alles gut. Wegen gestern, es tut mir nochmal leid, ja? Alles gut, Mann. Ey, warte kurz, ich hab einen Anruf. Hola, Fernando, was kann ich tun für dich? Wer hat gefragt? Wie viele Leute sind das denn? Okay, ja, können wir machen. Ach was, man kann sogar das Game, Ausrufezeichen Game machen und dann steht, wie lange genau, ich schon das Game. Genau, die sollen nur planen alles, okay? Oh, krass. Wusste ich gar nicht. Ja, genau. Ich werde das machen. Si. Adios. Super. Alter.
Ja, ich hatte kurz Kopfschmerzen. Hey, Sosa, wir machen heute die Bank, amigo. Ah, was? Echt jetzt? Ja, Mann. Das ist mir gemein, Alter. Ey, wir müssen beide reingehen da. Ey, Avatar hat gegönnt, ja. Wie viel? 50.000. Way, yo. Ist nicht schlecht, Mann. Ja, Sosa. Wie sieht es denn aus mit meinem Angebot von gestern? Hast du dir das durch den Kopf gehen lassen, amigo? Ja, hab ich mir durch den Kopf gehen lassen, Mann. Was sagst du? Soll ich ehrlicherweise was sagen? Erzähl. Ich hab nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Du Lutscher, du Schwanz. Ich hab das direkt, nachdem du das gesagt hast, vergessen. Aber klingt eigentlich super. Gut, Mann. Ist eine gute Sache. Ich wurde schon mal. Du musst mir aber sagen, ob du, du wirst nicht alleine entscheiden, habe ich dir schon gesagt. Und du musst sagen, ob du wirklich die Anführer sein möchtest oder ob du sagst, du möchtest vielleicht, du weißt schon. Ich weiß nicht, Anführer hätte ich eigentlich schon Bock, hätte. Okay. Also hast du Lust darauf? Machst du das auch ernsthaft? Ziehst du das auch durch? Ja, solange ich Bock habe, ziehe ich das durch. Okay, ich werde einen zweiten an deine Seite stellen, mit dem du dich gut verstehst. Was? Ich werde dir einen zweiten Mann an deine Seite stellen, der sich schon ein bisschen auf der Insel auskennt, quasi. Verstehst du? Wer? Ich überlege, einen von die Vagos zu nehmen, also vielleicht Ricardo, Melo oder Diesel. Spadel, danke für 4,20 €. Diesel ist ein guter Mann. Ja, können wir mal schauen, wie wir das machen. Aber es kann sein, dass ich Diesel bei mir brauche, weißt du? Ja, Ich muss mal schauen, aber Ricardo und Melo sind auch krasse Jungs. Oder vielleicht noch einen anderen. Ich habe da ein paar Leute. Wir haben hier 30 Mann. Vorher hatte ich 10.000. Ich habe den Jungs übrigens gesagt, die sollen hier nicht mehr an die Garage chillen. Beziehungsweise an die Barrio. Wir müssen ein bisschen weiter untertauchen. Warum? Die Polizei hat ein paar Razzien veranstaltet die letzten Tage. Ach was. Und und die haben uns im Auge. Die haben mich schon eingetragen als, als Patron. In deren Aktensystem und deswegen, um unsere Leute zu schützen, verstehst du? Ja, also die haben dich schon auf dem Kicker, oder was? Si, die wissen schon ganz genau. Ist es perfekt, dann heute die Bank zu machen, oder? Bitte? Ist dann perfekt, heute die Bank zu machen, oder? Genau. Perfekt. Mache ich wieder. Wo ist Diesel, Levis? Diesel? Ja. Weiß ich gar nicht, ruf ihn gleich an. Kleinen Moment. Danke dir für deine 4,20 € bei dir. Hallo. Hola. Was ist mit dir? Ich rufe ihn an, warte. Ist schon auf GTA. Der ist nicht da. Perfekt. Ach, dieser Wichser, Mann. Ja. Und mit wem willst du später Bank machen? Ist Lust. Oh mein Gott, mir ruft wer an. Hola, die El Presidente am Apparat. Was kann ich denn für dich tun, Nima? Ich bin gerade ein bisschen unterwegs. Warum? Ja, bisschen hier, bisschen da, bisschen rumfahren. Ja, gar nichts aktuell. Was kann ich denn für dich tun? Was beschert mir denn die Ehre, dass du mich anrufst, Nima? Sag mal. Was da jetzt? Ach was, wie viel hast du auf Konto? Sei mal ehrlich, Nima. Ja. Yeah. Oha! Okay. Für was? Eine Rennen willst du fahren? Ja, Mann, sag gegen mich, Mann. Ich hab hier Sosa auch, der würde auch gerne eine Rennen fahren. Sag ich fick ihn und seine Leute auch.
Wie jeder muss 20.000, da musst du 40.000 bezahlen insgesamt. 20.000? Ich hab doch gerade erst 50.000 von Avatar bekommen, Alter. Das kann ich doch nicht so schnell verzocken. Wo? Ja. Nur verstehe nicht. Genau, ich verstehe das nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Warum soll Sosa mir 20.000 geben, wenn ich gegen dich gewinne, du kleiner Pendejo? Ist mich verarschen oder was, Mann? Ja, genau, der will ja mitfahren. Ich habe, Tasty, du musst dir 20.000 leihen, ich habe kein Geld, Mann. Hey, du hast mir doch gerade gesagt, Avatar hat dir 50 gegeben, was redest du da? Du hast keine ja, Geld, aber das kann ich doch nicht so schnell verwenden, das war die letzte Überweisung, die ich von Avatar bekomme. Ja. Yeah. Klar, fahr ich. Mir egal, so raus. Wir nehmen, ich würde sagen, wir nehmen die Bentley. Bentley, welche würdest du nehmen, sag mal? Welche Autos hast du, Sosa? Nissan. Lass die Skyline nehmen, wir nehmen Skyline. Genau. Okay, wir fahren auf der üblichen Rennstrecke immer. Was? Achso, du suchst die Rennstrecke aus? Okay, ah, also, mal, ich wünsche dir alles Gute, Mann, pass auf dich auf, ja? Alright. Sucht er die Rennstrecke aus, Alter? Ja, ja, will der mich verarschen? Das ist so, als würde seinen Arsch hinhalten und er hält dann rein, Alter. Denkt der, der kann hier Faxen machen mit mir? Hola. Lass mal zu diesem Nima fahren und ihn ficken. Sie. No, ich würde bei die Oldfelder fahren. Wir können noch Underground, keine Problem. Einmal um die Karte, was redest du da? Was hat er denn vor? Nein. Das ist zu lange dauert das. Nein, wir fahren nicht um die Karte, wir machen ordentliche Rennen, amigo, mit Kurven und so weiter und so fort. Obversatorium, was ist das denn? Was ist Obversatorium, du Hundesohn? Das heißt Observatorium, du dummer Trottel, du Dummkopf, du. Ja, da hab ich deine Boss gefickt. Deine Boss hab ich gefickt von da oben, mit meinem Sniper damals, du Hundesohn. Hab ich den auseinandergenommen. Seid ihr wie in einem Käfig in eure Haus gesessen den ganzen Tag. So, wir fahren eine ganz normale Strecke, Underground, Nima. Wo bist du erstmal? Ich hol dich ab. Komm Underground, adios. Komm, wir fahren Underground. Hast du deine Skyline hier? Nein, die ist aber schau mal kurz auf deine Telefon-App, wo die, in welche Garage? Warte. Skyline. Achso, ich hab sie eingegeben, da will ich mein Fan. Vamos. Fucking Sleeper, man. Hardstyle, danke für dein 4. Obwohl, du kannst ja auch einfach mit meine fahren. Wir machen ja keine Dreierrennen. Hey, mal fahr nur ich, oder was? Ja, du alleine gegen ihn, ich alleine gegen ihn und so weiter. Dann nimmst du meine Auto und dann können wir auch gegeneinander fahren und so, weißt du? Ist er gut? Die. No, no, der ist nicht so gut. Ich glaube nicht. Was fährst du für einen Umweg, Alter? Hier, Garage. Meine Skyline muss hier sein. Fuck, wo ist meine Skyline? Was machst du es auch so unnötig kompliziert? Lass doch einfach reinfahren. Ja, komm, wir fahren. Ich habe markiert. 3 Kilometer ist meine entfernt. Ja, meine war doch näher dran. Näher? Wo ist deine? Da. Aber hast du deine getunt und so tiefer gelegt? Ja, ja. Okay. Mach Markierung. Ist doch. Nochmal. Dann mit dem Kopf hier links. Digga, es sieht so 1:1 aus wie in Real Life, ne? So.
Das ist 20.000, die man einfach gewinnen kann, Mann. Ich sag Rally. Der fährt nicht so gut. Oh, weiß ich nicht. Hey, du hast das bei meiner Anwesen. Verdammte Scheiße. Was sucht das denn an meiner Anwesen, meine Alte? Ach so, ich habe es noch einmal eingepackt hier. Ah, okay. Capo, danke für den Schwan. Ich hab das noch hier, Dings. Hola. Supras Flatz, amigo. Supras Flatz ist das. Vamos. Ein Drecks von die 69. Ey, warte noch mal. Yes. Okay, adios. Ja, willkommen. Okay, vamos, Sosa, vamos. Orrali, carnal. Orrali. Was machst du denn? So. Super, das kann nur eine Gewinnerrenne werden. Du kannst die Rennen nur gewinnen. Perfekt. Glaubst du, ich habe Chancen, Mann? Das ist eine gute Frage, amigo. Ich kann dir das leider nicht beantworten, aber ich denke schon. Hola, Faro. Was geht, Farod? Alles klar bei dir, Mann. Mir geht's wunderbar, wie geht's dir? Farod, da, der Wichser? Ja, ja. Farod, nimm deine Skyline und komm sofort zu die Underground. Wir machen Rennen mit Nimao. Okay, bis gleich. Willst du nicht deine Skyline holen? No, ich fahre dann mit deine. Wenn du das nicht kaputt machst, Gire. Hast du eine Reparaturkasse denn dabei? No. Nee, lass mir kaufen. Lass mir kaufen, wo kann man den ziehen? Ja, ja. Ballerstankstelle. Hier, das ist die nächste. Mhm. Vamos. Was ist mit Ranger? Vamos, musst du tanken noch? Ja, warte, gute Frage. Was steht da? Warte. Boah, ich bin jetzt reich, Chat. Check in. Warte, ich kaufe noch eins. Hast du repariert? Si. Warte, ich muss noch tanken. Geh, steig aus. Ja, ich repariere gerade. Warte. Okay. So. Vamos. Ich glaube, er meint den Real Life reich. Nee. Doch. Ich glaube, wir sind aber alle reich in Deutschland. Wenn man das so auf die ganze Welt betrachtet. Ja, ich denke gerade. Ist full oder sehr leer? Full gleich. Warum? Okay, Sosa, wir können jetzt nicht verlieren, amigo. Das sind 20.000, die auf die Spielstelle. Bist du fertig? Ja.
Vamos. Nein, Skurs hat 1,3 Millionen auf dem Konto. Hola. Yeah. Hörst du mich? PC? Oder was? Ja, yeah, ich bin da. Sí, bist du unten schon? Okay, wir fahren mal schnell eine Runde. Viel mehr sparen bei den Kurven, ne? Ja, ja, ja. Hola, Nima! Grüß dich, Teisde. Wollen wir fahren, amigo? Ja, natürlich wollen wir fahren. Gib mir mal einen Reparaturkasten denn erstmal. Mir Reparatur, nimm vom Kofferraum. So. Bist du sicher? Ja, wir fahren ja. Von hinten los. Was, beruhig dich. Ey, wie kann man denn so ein dummer Vollidiot sein wie du? Sag mir das mal bitte. Ey, was machst du denn? Ich will ein Rennen fahren, verstehst du das? Ja, wir fahren doch, wir starten doch. Ja, kannst du schön meinen Wagen jetzt wieder reparieren. Kannst meine Schwanz lutschen, kannst du. Ey, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, Auto reparieren. So. Ja, warte, ich zauber kurz. Hex, Hex. Hier. Reparier du doch. Auf gar keinen Fall. Hier. So. Okay, Sosa, am besten steigst du aus, damit ich schneller bin. Also, und nächste Runde fährst du. Okay, okay. Mach schon mal Wette. Nee. Yeah. Mods macht Wette. Wer gewinnt? Tasty oder der in dem blauen Wagen? Nima. Die Frage aller Fragen. Komm, warte. Ich zähl runter. Ich zähl. Ich fahr links, ich fahre links. Nein. Hör mir mal zu, ich zähl runter. Okay, okay. Warte, bei was geht's denn los? Bei Gap und Go. Okay. Okay. 3, 2, 1, Go! Tasty, stark die Kurve genommen. Eieiei. Ui. Ui. Ja, ist eh zu spät. Aber ihr könnt für uns schon mal Wette machen. Ob ich gewinne oder dieser Nima. Junge, was ist denn mit meiner Tasche, als wenn die so heftig triggert? Ja, Chat, ihr braucht jetzt nicht die Modsflame. Wirklich cool. Ah, Tasty gewinnt. Tasty gewinnt easy. Warum? Was ist denn passiert? Wo ist der hin? Vivi, ich habe dich gerammt. Wo habe ich dich denn gerammt? Wann habe ich dich gerammt? Guck mal, was er jetzt macht. Guck mal, was er jetzt macht. Ey, bitte halt dein Maul, du hast deine Hufmann gebaut, du Lutscher. Wer ist er denn? Hallo? Yeah, Junge! Faro di Sauda. Hä? Di Sauda. Ja, warte. Nein, das ist mit Blut jetzt. Adios. Ey, Sosa, fahr mal, du hast ja noch eine Reparaturkasten, oder? Ich hab zwei kannst dabei. Kannst du nicht mehr fahren, der ist da hinten. Ach so. Was geht ab, Jungs? Wie geht's euch? Wollen wir ein Rennen machen, Faro? Alles klar. Junge, Toasten, Mann!
Komm, Alter, lass ich mal umarmen, amigo. Du musst doch auch gegen die Mama. Na, was macht die hier? Wo ist denn die Mama? Hast du ja 20.000 gegen ihn gewonnen? Ja, ich habe gewonnen, 20. Ey, Tosti, wie viel Geld hast du, Bruder? Du musst mir auch mal was leihen, Alter. Warum? Ja, Bruder, ich war letzte Nacht ein bisschen im Unicorn, Bruder, und die hat da gesagt, ey, komm, wir machen noch Happy End. Bruder, ich hab da sehr viel Geld verballert, Mann. Ich hab kein Geld mehr, Tosti. Was? Nichts. Weißt du, was ich mein, Bruder? Ey, wie viel brauchst du denn? Bruder, entscheide dich zwischen... Was hast du? Hä? Hä? Okay. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, Bruder, das Ding ist so vielleicht, keine Ahnung, 20 bis 40.000 oder so. Ich sag Rally, du fährst jetzt eine Rennen gegen niemand, der hat 700.000 auf Konto und dann gibt er dir für 20.000. Dann gewinnst du ganz einfach, der kann kein Auto fahren. Ich kann er nicht fahren? No. Die Nachricht. Sorry, Tasty und Eddies haben IQ vom Bordstein. Ich erkläre es euch nochmal. Wenn man einen Unfall hat und ein Auto repariert, fährt es mit Tuning, deswegen. Hä? Was ist Schluss mit euch? Warum? Keine Ahnung, was der von unseren Eier schon wieder will, seid Rally. Ich wusste, wer dieser Avatar wieder. Der soll mir mein Geld geben und die Fresse halten. Ah, warte, ich glaube, Bruder, diese Autos, ne? Diese Skyline und so. Oder wenn du jetzt da, wenn du da Reparaturkasten machst, Bruder, dann du bist ja kein Mechaniker. Du verkackst, Bruder. Ich fahr mal eine Runde. Okay, warte. Was machst du denn so blöd? Nee, warte, ich geb dir Reparaturkasten. Kriegst du überhaupt irgendwas geschissen? Ja, krieg ich. Krieg sowas geschissen. Willst du auch ein Rennen gegen mich fahren? Gerne. Hast du überhaupt Geld? Natürlich habe ich Geld. Wie viel hast du denn? Genug. Wie viel willst du wetten? Ich, 400.000. 400.000? Hast du doch gar nicht so viel. Du bist ein armer Stocker. Ja, okay, warte mal. Hey Tasty, wie viel Geld hast du? Ich habe 260 gerade bei mir. Niemand will ein Rennen gegen mich um 400.000. Ja, okay, der Bluff, der Hurensohn. Ja, okay, der hat uns verarscht. Wie verarscht? Junge, wo hat der überhaupt so viel Geld? Ja, der hat nicht so viel. Ja, wer, der labert scheiße, Mann. Der will 400.000 Veteran machen. Der labert Kacke. Ja, der will mich verarschen. Meinst du Nima, oder was? Ja. Bruder, was ist das, Alter? Ey, Nima! Grüß dich, Fahrrad! Was geht, Bruder? Hast du Papa Schlumpf sein Auto geklaut? Nee, ich hab den von deiner Mutter geklaut, du Hurensohn. Wie redest du mit mir? Hey, redest du mit mir? Ey, willst du etwa Beef mit mir? Du kleiner Hurensohn, heb deine Hände hoch. Ey, Fahrrad! Spaß! Ey, Bruder, beruhig dich! Ey, Nima! Ja! Bruder, meine diese BOK-Krankenhaus, auf Türkisch ausgesprochen Bock, hat gesagt, Bruder, wenn du jetzt noch einmal hier Krankenhausrechnung zahlst, dann feuern wir dich. Achso. Ah, auf dich ist ja Kopfgeld 300.000. Wer labert das? Ding 66, warte mal, ich ruf die mal an. 300.000, Wallah for free. Wallah, 300.000! 300.000 Kopfgeld auf dir, Junge. Was laberst du, Bruder? Was für Hallo, Travis. Was hast du gemacht? Such den nicht, Fahrrad. Ich fick Travis, willst du mich verkaufen? Wir sind gemeinsam Schaltzentrale, du willst Spaß, verkaufen. Spaß, war doch ein Spaß, Fahrrad, beruhig dich doch mal. Ich wollte dich gerade abknallen, Bruder. Ich dachte gerade, wir sind keine Dreh. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Fahrrad. Komm, lass ein Rennen fahren. Ja, okay, um wie viel Geld? Ey, Nima, warte mal kurz. Ja. Hast du überhaupt Geld? Bring mal die 20.000, komm. Hazy. Bring mal die 20.000. Du sagst 400.000, willst du mit 400.000. Kosten fahren. 400.000, wen willst du verarschen, sag mal. Hey, Tasty. Was? Ich hab gesagt, am Ende des Rennens kriegt jeder sein Geld, hast du verstanden?
Okay, renne nicht zu Ende. Nein. Was nimmst du denn deine Waffe raus? Willst du, dass ich dir das hinten einfuhre, die Waffe? Die Sache, Tays, ich weiß nicht, du bist ja gerade in deinem Aufbau, ne? Wenn du nicht willst, dass ich dich und deine Leute gleich komplett ficke, würde ich mal zwei Gänge zurückschalten. Fick mich jetzt, fick mich. Fick mich. Tays, ich hab Mitleid mit dir. Fick mich. Ich hab dich schon genug gefickt. Ich hab dich, ich hab deine Mutter, ich hab alles durchgefickt. Ich brauch wieder was Neues. Rennen, mach mal hier nicht auf Mann, gegen wen denn? Komm, gegen wen denn? Sosa, aber egal, wir gehen kurz schlafen. Ja, wie, ciao, bis gleich. Nein, ich geh nicht schlafen, ich bleib, ist mir jetzt scheißegal. Wie du bleibst? Oh. Nein, Bruder, ich bleib, ich fick jeden, Bruder. Okay. Ja, ich komm, bis gleich, bis gleich. Ich fick jeden, Bruder, nein, nein. Wow. Okay. Ja, hey, Jungs, bis gleich. Ah. Perfekt. Chat, wisst ihr, was das heißt? Sonnenwende. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt, Chat? Ich weiß nämlich, was das heißt. Digga, ist mein PC abgekackt? Oh mein Gott.